Hi und herzlich willkommen zurück. Und da sind wir. Es sieht schon ein bisschen so nach Tolala aus, wo wir eh hin mussten, ne? Zumindest das Lagerraum davon. Hey, mal kurz auf die Karte gucken. Noch nicht ganz, okay. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wieder ist schon wieder nichts drin. So. War vielleicht ein bisschen schnell, aber ja, okay. Ah. Der Hausmeister? Maybe? Power of mind over matter. I control my destiny. Death is an illusion. Death is a buzz. Das Würgespiel. Versteh schon. Ja, oh Gott. Das werde ich. Also, ich weiß, es gibt sowas auch im sexuellen Bereich, weil das halt Lust ergibt für manche. Ist ja okay, wenn man es nicht übertreibt, ne? Aber das aus irgendwelchen anderen komischen, kruden Dingen, was er jetzt mit davon wegen Todesillusionen. Das ist schon reichlich dämlich. Das ist richtig dämlich. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl. Warte. Wir müssen da wahrscheinlich sowieso lang. Ich hatte nämlich gerade das Gefühl gehabt, dass es vielleicht schon wieder mit der Wegrennerei losgeht. Okay, wir haben noch einen Klassenraum. Ein Projektorchen. Können wir den noch nutzen? Das nicht. Ich mache da trotzdem ein Foto von, ne? Ich mache mal hier aus, damit man das besser sieht. Hatten wir, glaube ich, auch im ersten Teil gehabt. Also. Ja. Kann auch sein, dass ich das jetzt mit dem Film verwechsel, aber die Zeichnung kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor. Und keine Sorge, ich werde dem kleinen Mädchen gleich hinterherrennen. Lol, warte. Okay, die ist zum anderen Ausgang. Ich muss da trotzdem hinterher aussehen, ist da noch irgendeine komische Erinnerung, wollte ich gerade sagen, irgendein. Ja, doch, eigentlich Erinnerung. Ist ja alles irgendwie Erinnerung, ne? Wo man halt leider auch zugeben muss, wenn man halt sehr, sehr viel von findet. Ich glaube, das Dorf. Naja, okay, oder die Stadt ist, glaube ich, nicht so riesig. Im Vergleich zu manch anderen Sachen. Ja. Hä? Und wenn da so viele verrückte Leute. Nee. So. Ich weiß, dass es kaltherzig ist. Es ist. Es so zu tun, aber du willst mir ja nie zuhören. Es tut mir leid, aber es ist aus. Ich kann das nicht mehr. Wenn du mich. Habe ich zu schnell? Warte mal. Wenn du mich nicht an dich ranlässt. Steve. Ach so, ja, gut. Na, dann. Kommt halt immer darauf an, wie lange das dauert. Wenn das halt schon sehr lang ist und das ist bei jedem so ein bisschen ein unterschiedliches Gefühl wahrscheinlich, da kann ich verstehen, wenn, naja, es fehlt halt irgendwie was, ne? Das sollte nicht unbedingt so der Hauptgrund oder so sein, aber es fehlt dann halt was. Wer ist er? John Wyndham. Bin mir nicht sicher. Also der Name kommt mir jetzt nicht unbedingt bekannt vor. Ich habe das Gefühl, dass ich immer dann zu schnell zum Handy greife und irgendwas verpasse. So. Was? Kaelin? Heißt das Kaelin? Ich kann das nicht. Doch, Kaelin. Falls dich noch jemand gefragt hat, dann würde ich gerne mit dir zum Abschlussball gehen. Noch niemand gefragt hat. Was sagst du dazu, Mike? Warte. Kaelin? Ach, das. Weil das so ein bisschen rumschwurbelt, das ist, weil, ach, mein, egal. So. Wir sind auf jeden Fall gleich da, wo wir hin müssen. War das das Sprühgebäude, wo wir rausgekommen sind? Nee, ne? Ich habe halt vielleicht orientierungsmäßig Chemielab. Ich meine, ich würde doch dann ganz gerne erstmal alles untersuchen, bevor wir dann da hingehen und vielleicht nur
überhaupt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise hier weiterkommen. Oder ich gehe hier aus Versehen schon richtig? Aber theoretisch müsste hier irgendein Geschwurbel sein. Das war ja, wo das Kind vorhin abgehauen ist, auch. Oh, okay. Vielleicht sieht man es so besser. Okay, ich habe zumindest nichts gesehen. Juhu, noch ein Klassenzimmer. Das ist halt so, als ob wir fast unser kleinen Sheriff folgen würden. Ich glaube, in dunklen Bereichen, wenn man sich nicht sicher ist, glaube ich, das Beste, das Licht einfach mal auszumachen. Lecker. Ein Ring? Schüler sind halt komisch, was willst du machen? Aber wo bin ich denn jetzt schon wieder hier reingelatscht? Okay, das ist wirklich bloß intrakend. Hier kommen wir wieder raus. Also fast. Kittelchen. Hier kommen wir wieder raus, ne? Wir hatten da aber noch eine andere Türe gehabt. Dann gehe ich bloß mal hier rüber eine Runde rum. Und dann zur Turnhalle. Aber was ich mich frage, wie ist er auf den Gedanken gekommen, dass, ja, Cheryl ist nicht zu Hause, aber sein eigentliches Zuhause ist ja kein Zuhause. Warum seine Tochter dahin gebracht werden sollte? Nur weil das halt für gewisse Sachen vielleicht dient? Aber, ja, keine Ahnung. Das war die Türe, die ich meinte. Aber hier kommen wir direkt ins Schulgebäude rein, ne? Bei Logic Lab. Ist das jetzt der Raum, wo wir schon waren? Ja. Na, wirst du da abhauen? Vielleicht, wenn wir zur Turnhalle gehen, sagt er auch einfach so, nee, die ist nicht hier. Aber ich glaube, jetzt latsche ich wirklich schon ein bisschen zu weit vor, ne? Wir sollten vielleicht wirklich jetzt zur Turnhalle gehen. Ich meine, später können wir ja mit ein bisschen Glück immer noch zurück. Aber auch nur mit ein bisschen Glück. Oder hier ist einfach zu und ich finde den Schlüssel dahin. Nee. Warte. Ich habe halt wirklich ein bisschen Schiss, dass das dann gar nicht geht, weil wenn wir durch eine Albtraumwelt irgendwo anders noch hin können und die dann wieder verschwindet. Oder der Weg dann da verschwindet. Hier kannst du bestimmt schön mit Schatten arbeiten. Ist das halt doof. Und dann findest du vielleicht manche Sachen nicht mehr. Schließt irgendwo anders auf. Schließt irgendwo anders auf? Vielleicht lag ich ja mit den Schatten gar nicht so falsch. Oder vielleicht brauche ich erst einen Hinweis, dass ich... War ja bei manchen Spielen auch gewesen, du musst erstmal... Du warst eigentlich schon richtig gewesen, du weißt, was du hättest tun müssen. Aber du musst jetzt den richtigen Hinweis dafür finden, ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten kommt hier er halt nicht drauf. Also von alleine oder so, ne? Nee. Okay, gut. Dann hat sich das... Dann gehen wir mal zur Turnhalle. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da ist. Wenn wir Cheryl finden, dann wahrscheinlich... Oder dann wird es am... Ende erst sein. Ich meine, Teil 1 haben wir auch schon durchgeballert, da war es halt auch nicht anders. Man sieht sie ab und zu mal so ein bisschen, aber nicht so ganz. Aber das soll halt, ja gut, es soll ja eine neue Interpretation sein, aber ich denke aber, das Ende wird halt trotzdem sein, dass wir unsere Tochter aus den Fängen des Bösen irgendwie befreien. Jo, Turnhalle. Turnhalle. Warum habe ich das Gefühl, ich bin falsch? Aber dieser Kackpfeil ist ja auch.
Also Turnhalle ist da hinten. Okay, vielleicht müssen wir wirklich erst durch den Dings hier gehen. Gab es da eine Tür nach außen? Weil ich komme ja so gar nicht in die Turnhalle rein, oder? Hätte ich mal vorher reingeguckt. Na gut, so. So, aber hier gab es keine Tür, ne? Doch, da gab es anscheinend zwei Türen. Okay, zwei Türen, die vielleicht weiter unten sind. Lol, dann müssen. Warte mal, wir müssen den Weg wählen, ne? Durch die Dings kommen wir nicht hin. Oh, weißt du, was wir noch machen können? Okay, dann war ich ja die ganze Zeit richtig gewesen. Ich dachte, ich latsche. Naja. Wenn ich mal was denke, ne? Hallo, der Verbindungskorridor ist dahinter. Oder? Ich sehe schon wieder, dass der Pfeil doof ist. Warte mal. Jetzt gucke ich zur Tür. Da ist keine Tür. Der Pfeil ist so. Der ist halt abartig komisch. Okay, da komme ich eh nicht rein. Okay, ich muss von irgendwo anders aufgeschlossen werden. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt nichts gesehen. Hier ging es aber auch bloß hoch, ne? Nicht, dass ich hier, dass hier unten vielleicht noch Türen waren, die ich übersehen hatte. Da komme ich von woanders unten. Halt, falsche Richtung. Ach, Gottchen. Ja, ist halt wirklich erster Schultag, ne? Du weißt nicht, wohin. Alles, nein, alles komisch. Auch wenn du dich vielleicht schon mal umgeguckt hast, du weißt trotzdem nicht, wo die Räume sind. Wenn da aber steht, muss von woanders aufgeschlossen werden. Weißt du nicht, ich sag's halt noch. Aber inwiefern? Was kann ich denn nehmen? Die Schwäne kann ich nehmen? Okay. Muss ich irgendwie eine Geschichte hier? Also ich weiß nicht, ob das ein... Muss das ein bestimmtes Muster ergeben? Ich meine, ich habe ja keinen... Ach, lol. Warte mal, 5? Also ich weiß nicht, ob die schon richtig stehen, ob die Schwäne überhaupt was zu sagen... Oh. zu sagen haben. Nein, nicht den Schwanmann. Den, ach so, den kann ich ja gar nicht. Ich meine, das könnte auf eine 4 drauf rauskommen, dass ich halt dadurch einen Code basteln muss. Aber, gut. Ich weiß nicht, aus der Schwäne... Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass ich aus den Schwänen irgendwie eine 8 bauen kann. Aber, ich meine... Okay, das bleibt doch so stehen. Ja, toll, das dreht automatisch... Sobald ich aber loslasse, dreht das automatisch den Schwan um. Also eine 5 habe ich schon mal. Aber wie? Ich meine, ich muss ja wenigstens eine Schalltafel oder irgendwas finden, wenn das wirklich für die Tür bestimmt ist. Wisst ihr, wer das sein könnte? Das könnte wir sein. Also Harry aus dem Original ersten Teil. Irgendwie kommt... Irgendwie hat der was von dem. Und der auch. Und der auch. Okay, vielleicht sind das alles Harrys aus dem ersten Teil. Schön ist mir, glaube ich, damals nie aufgefallen. Die Sache ist, wenn da steht, es wird von woanders aufgeschlossen
und wir wahrscheinlich durch die Skulpturen den Code rauskriegen, das kann ja öffnen ist nichts. Aber ich weiß ja nicht mal wo. Also, was halt echt. Okay, es ist zwar Silent Hill, aber was halt strohdusselig wäre. Oh. Wenn wir das richtig hinplatzieren und dann geht auf einmal die Tür auf. Okay, vielleicht ist das der Hinweis, wie wir das machen müssen. Okay, erstmal die Tante mit der Kugel und der mit der Bowlingkugel auf eine Seite. Auf die linke Seite. So, dann schieben wir den Schwamm mal wieder weg. So. Und gucken wir hier oben, ist 555. Ich weiß nicht, ob das so. Sie ist so und so. Ich glaube, das haut hin. Kann ich hier das. Hier oben kann ich aber nichts hinsetzen, ne? Nee. Warte, ich wollte gerade sagen, der andere Schwan. Hallo? Er passt hier gar nicht rein. Deswegen, ich verstehe das nicht so wirklich. Die beiden haben wir platziert. Und die beiden. Achso, die müssen sich an. Naja. Kommt doch fast hin. Oder muss ich das aus dem Blickwinkel so. Ah ja, da kann ich aber nicht. Hier geht ja gerade hin. Also, dass das wirklich bloß. Boah, war das nicht vorher auch schon so gewesen? Ich weiß nicht, ob die Schwäne dann hier so. Oh. Guck mal. Das sieht doch wie eine 6 aus, oder? Okay, 4, 6, 5. Fragt sich bloß, okay, was müssen die noch ergeben? Lol. Naja, ich könnte es vielleicht als 3 auslegen. 3, 4, 6, 5. Ansonsten müsste ich vielleicht ausprobieren. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich das eingeben muss. Oder muss ich das so machen, dass das irgendwie eine 8. Es könnte halt nämlich auch eine 8 ergeben. Na, wenn das hier irgendwie. Aber da ist halt kein Freiraum. Das ist halt. Oh. Oh. Ich weiß nicht, 8-4? 8-4-6-5. Aber wo können wir das jetzt eingeben? Ich werde es wahrscheinlich sowieso wieder vergessen. Ich meine, ich habe vorne da zwar eine Schalltafel gesehen. Also ich dachte, das wäre eher, aber da kommen wir halt gar nicht ran. Außerdem, es müsste ja ein Dings drüber liegen. Also vom Rätsel her cool gemacht. Ohne Frage. Hau ab hier. Aber es wird von woanders aufgeschlossen. Das ist ein Feueralarm. Hier der Spiegel, da dachte ich erst. Aber das ist halt wirklich bloß ein kaputter Spiegel. Und ich sehe halt auch kein Dreieck, was wir sonst immer hatten, ne? Wo vielleicht dann darauf hingewiesen wird, ey, da musst du das machen. Wird woanders aufgeschlossen, aber auf der anderen Seite ist halt auch zu. 8, 4, 6, 5 war es gewesen, ne? Oder 3, 4, 6, 5. Hier komme ich so oder so nicht rein. Gute Frage, nächste Frage. Also das könnte noch ein bisschen dauern, bis ich den richtigen Raum dafür mal finde. Ich habe hier noch irgendwas übersehen. Aber warum sollte man aus so einem Raum den Raum da drüben aufschließen? Das macht halt keinen Sinn. Wenn, dann sollte das doch schon
auf jeden Fall in der Nähe sein. Muss mal gucken, wo ich hier noch rauskomme. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, bei C kommen wir aber auch nicht rein, ne? Ich meine, hier habe ich jetzt noch nicht weiter geguckt. Vielleicht finden wir noch eine Erinnerung oder irgendwie was. Ansonsten muss ich halt erstmal echt gucken, wo dann die Schalltafel oder was weiß ich, was auch immer das ist. Ja, wo. Gut, könnte natürlich auch sein, wenn es hier irgendeinen direkten Raum dafür gibt. Aber jetzt sind wir wieder hier, wo wir reingekommen sind. Ne? Und hier habe ich eigentlich auch keinen Raum gesehen, der so als Verwaltungsbüro oder irgendwie sowas dienen könnte. Jo, hier durch die Dings sind wir rein. Ja, dann gute Frage. Dann ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass das in dem Raum ist. Oder wenn man halt wirklich ein Verwaltungsgebäude hat, dass man das darüber extern machen kann, was aber auch schon ein bisschen, naja, wäre. Den Raum hatten wir. Das ist halt wirklich eine gute Frage. Nächste Frage. Okay, Teacher's Law. Hätte man hier zum Beispiel reingekommen, ne? Und hätte man da ein. Das hätte ich noch verstanden. Aber wenn das halt wirklich in dem Raum nicht drin ist. Ich meine, ich bin ja immer ganz gerne ein Blindfisch. Und kann das halt übersehen, aber ich bin da jetzt schon 3-4 Mal rumgelaufen, habe immer noch nichts gesehen. Und es erschließt sich mir nicht, warum das in einem anderen Raum sein sollte. Ja, das war wieder das Kind, aber juhu. Vielleicht einfach schnell genug sein und dem Kind folgen? Ist halt schade, dass man die Spinte nicht aufmachen kann. Ich meine, sagt er immer noch, ne? Na. Halt, das wäre halt cool gewesen, hätte man dem Kind schnell genug folgen müssen, dann wäre das da reingerannt und über eine gewisse Zeitspanne ist dann bloß die Tür offen. Würde ich auch noch sagen, okay. Ne, musst du halt erstmal wissen, weil dem Kind rennt doch keiner gleich hinterher bei so einem Spiel. Und jetzt sind wir wieder hier, juhu. Also wenn das wirklich bloß daran liegt, dass ich es komplett richtig aufstellen muss. Weil bei den beiden bin ich mir halt hier überhaupt nicht sicher, wie, was, wo. Aber es kommt halt auch nichts großartig anderes raus. Das wird, denke ich mal, auf eine 8 hinauslaufen. Warum man das so drehen kann, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Oh. Weil auf dem Bild ist es ja auch schon anders. Ist der Schraubstock vielleicht? Warte mal, was ich halt nicht beachtet habe. Okay, die müssen und der Schraubstock ist. Ja, weiß nicht, ist eigentlich richtig, oder? Der ist auf der Seite. Und die 4 ist gar nicht. Das steht gar nicht zur Debatte. Also, ja, der Code. Den Code haben wir, aber wo einzugeben, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich meine, wie gesagt, wir haben sonst immer einen Pfeil, irgendwie was, was uns hilft. Wo es ein Hinweis ist. Wo dann hier öffnen steht oder benutzen oder bla. Ich habe keine Ahnung. Ey, ich werde das mal, weil das wird halt auch nur. Ich will euch auch nicht zu noch mehr langweilen wie so in ohnehin schon. Aber hier ist nichts irgendwie, was ich noch. Wie gesagt, da muss ich erstmal noch ein bisschen rumkicken. Keine Ahnung, wo hier was sein soll, wo wir was aufschließen können. Vielleicht muss das auch wirklich ganz exakt gemacht werden. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen.
Lustiges von hier aus könnte man das fast auch schon erkennen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss. Ja, toll. Ich muss gucken, wo wir die Tür aufkriegen. Ansonsten. Können wir eigentlich. Oder doch eine Sache würde ich vielleicht nochmal probieren. Ob das geht. Falls man vergisst, wo man hin soll, ne? Falls man vergisst, wo man hin soll, ist immer wunderbare Hilfe. Das ist toll, toll, toll. Aber bringt mich bei meinem scheiß Problem nicht weiter. Hätte ja sein können, dass der ein bisschen mit ihr Smalltalk macht. Hier ist ja auch nichts, ne? Wird von woanders aufgeschlossen. Wie gesagt, ich will es halt jetzt nicht noch mehr in die Länge ziehen. Ich werde gucken, wo es aufgeht. Und dann sehen wir uns morgen an der Stelle wieder. Also bis denn. Ciao, ciao.